Hello Freaks and Friends und willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Sorry Leute, ich bin ständig krank und komme einfach nicht dazu, für euch Videos zu machen oder überhaupt meinem Hobby hier nachgehen zu können. Ständig crasht mich irgendwas anderes, aber ich hoffe, dass jetzt im Frühling, Sommer ich etwas stabiler mal werde von und mit meiner Gesundheit, dass das hier irgendwie mal läuft, aber ich bin wieder da, mal kurz, wer weiß wie lange, und freue mich, dieses Video endlich für euch abdrehen zu können. Denn ich wollte euch ja noch mit mehr Inspiration versorgen bezüglich meines Rabattcodes mit Purish. Ich habe euch ja gesagt, da kommen so ein paar Videos noch, um euch zu inspirieren, Make-up-Looks zu zeigen, Produkte zu zeigen, die ich sehr mag von Purish. Bis jetzt hat sich aber nichts weiter getan. Lag daran, dass ich wie immer krank war. Also entschuldigt bitte diesen Umstand. Ich tue, was ich kann. Ich kann es aber leider nicht ändern. Es liegt nicht in meinen Händen. Es liegt in den Händen von meinen Kindern. Gut, so viel dazu. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf dieses Tutorial. Und ihr seht ja schon den fertigen Look. Und falls euch interessiert, wie ich das Ganze kreiert habe, dann bleibt super gern dran. Ich habe wieder fast alles Produkte nur von Purish. Denn wie gesagt, mein Rabattcode läuft noch bis 9.4. Das ist eine Special-Aktion. Da bekommt ihr nämlich nicht nur 15% auf ausgewählte Marken und Produkte, sondern 20% auf euren gesamten Warenkorb. Es ist also völlig egal, was du da reinschmeißt von Purish. Du bekommst auf alles 20%. Und das ist ziemlich nice. Deswegen wollte ich euch einfach nochmal so ein paar Favoritenmarken, Produkte zeigen, Reviews geben zu Produkten, die es schon länger gibt, auf die ihr wartet. Und hier und jetzt ist es soweit und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Der Code lautet übrigens Morbus20. Ich lasse euch aber auch alles unten in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich, dass ihr da seid. Let's go. Starten wir also mit der Base und da möchte ich euch als erstes eine Review geben zu dieser Yummy Skin Serum Foundation von Denisa Myricks. Die werde ich nämlich heute nicht verwenden. Und das hat folgende Gründe. Ich war total gespannt darauf, wie sie wohl performen wird und habe hohe Erwartungen gehabt. Denn es ist ein Hybridprodukt. Hier sind Skincare, also Hautpflege, hautpflegende Inhaltsstoffe drin. Und ich habe sie mir sehr serumartig leicht vorgestellt, aber es steht auch drauf, sie hat eine Medium Coverage und sie ist auch aufbaubar. Und ich empfinde sie eher wirklich als stark deckende Foundation. Also das ist mein Empfinden. Was an der Foundation aber dennoch gut ist, ist ihre Verpackung. Ihr könnt die nämlich hier so in einzelne Elemente auseinandernehmen und dann seht ihr hier dieses Plasteding. Das könnt ihr also wieder refillen, wieder auffüllen, ohne dass ihr die ganze Foundation nochmal neu kaufen müsst. Genau, also es ist leider nicht mein Produkt. Sie saß auch nicht schön auf meiner Haut, deswegen werde ich sie auch heute nicht verwenden. Aber viele von euch haben nach einer Review von mir gefragt und ich habe die jetzt seit Wochen in Gebrauch. Nicht täglich, aber ich habe sie mit mehreren Produkten kombiniert und sie hat mich nie richtig überzeugen können. Und deswegen würde ich sie persönlich halt nicht weiterempfehlen. Genau. Das heißt aber nicht, dass es für den einen oder anderen keine gute Foundation sein muss, ne? Das möchte ich nochmal sagen an der Stelle. Genau, soviel zur Yummy Skin Serum Foundation. Aber nichtsdestotrotz gibt es aus der Serie noch etwas anderes Tolles. Und das verwende ich hier heute sehr, sehr gern. Beziehungsweise habe ich verwendet, denn er ist gerade schon eingezogen. So, das ist der Primer von Yummy Skin. Die gleiche Reihe von Denisa Myricks, auch wieder hautpflegende Inhaltsstoffe. Das ist so ein Glow Serum Priming Face Serum. Serum. Und den klatscht ihr einfach drauf unter eurem Make-up. Funktioniert sehr gut als Primer, wie ich finde. Ich hatte nie das Gefühl, dass sich was abpellt. Und es hat sich auch nie was abgepellt in Kombination mit anderen Foundations und so weiter und so fort. Und auch hier sind hautpflegende Inhaltsstoffe drin enthalten. Was ich hieran besonders mag, ist, dass er bei mir eine leichte, sticky Grundlage hinterlässt, worauf das Make-up gut sitzen kann. Und ich liebe den fruchtigen Geruch von diesem pflegenden Primer sehr. Wir machen jetzt weiter ohne Foundation also. Das habe ich in letzter Zeit neu für mich entdeckt. Diese Routine, die geht super schnell. Und alle Stellen, die mir in meinem Gesicht nicht so zusagen, die decke ich einfach mit Concealer ab. Und das war's. Ich nehme also meinen Regeneration Concealer, um auf jeden Fall meine Augenringe abzudecken. Die sind mal wieder extrem grenzwertig. Dann arbeite ich mit dem Concealer in diesem Bereich, um vergrößerte Poren zu minimieren. Und auch in diesem Bereich, weil ich hier gerade relativ viele kleine Ausbrüche habe. Genau. Und das war's.
Also theoretisch könnt ihr dafür auch Foundation nehmen, klar. Aber es geht schneller, finde ich. Mit diesem Concealer, mit diesem Schwämmchen, bum bum bum. Da möchte ich jetzt arbeiten und da verteile ich mir das. Nehme ich mir mein Schwämmchen, sprühe das ordentlich ein mit LH Cosmetics, mit dem Spray, was ich so sehr mag. Und dann war es das für mich in letzter Zeit. Es geht super schnell. Ich habe das bereinigt in meinem Gesicht, was mir nicht so zusagt. Und das reicht mir in letzter Zeit vollkommen, anstatt komplett im ganzen Gesicht mit Foundation zu arbeiten. Bei dem Regeneration Concealer ist halt auch das Gute. Das ist ein Hybridprodukt, bringt also auch hautpflegende Inhaltsstoffe mit, sodass ihr da sorglos im kompletten Gesicht mitarbeiten könnt, ohne Angst zu haben, dass das an der einen oder anderen Stelle zu austrocknen vielleicht wirken könnte. Und vor allen Dingen, wenn ihr mit feuchtigkeitsspendenden Primern darunter arbeitet, wie ich es jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, dann dürfte da eigentlich nichts schief gehen. Und es gibt ja mittlerweile auch hochdeckende Concealer, die trotzdem Feuchtigkeit spenden und nicht auf der Haut sitzen wie ein Balken, der einfach nur abdecken soll und das war's. Dieser Concealer zeichnet zum Beispiel auch wunderbar weich, hat also einen Blurring-Effekt, wenn man es so nennen möchte. Und mit diesem Ergebnis bin ich schon vollkommen zufrieden. Um meinen Concealer jetzt noch zu setten und den Blurring-Effekt zu verstärken, greife ich zu meinem LH Cosmetics Infinity Filter Powder. Das nehme ich super gern, das zeige ich euch auch relativ häufig. Alle Produkte findet ihr übrigens unten natürlich auch verlinkt. Und schnappe mir mal diesen Powder Puff, dieses kleine Puder, die Puderquaste, nennen wir es so. In Dreiecksform da oben, könnt ihr also mit den Fingern richtig gut reingreifen und damit sehr gezielt unter dem Auge beispielsweise arbeiten und den Concealer setten, aber auch in diesem Bereich das Puder schön in die Haut einarbeiten, eindrücken, anstatt mit einem Pinsel zu verreiben und dadurch könnt ihr natürlich eure Poren richtig gut zudecken und dann sieht man die noch weniger. Ich zeige euch das mal im Vergleich, das heißt eine Seite pudere ich jetzt mal ab. Und die andere Seite nicht. Und zwar fangen wir jetzt mal hier an, in diesem Bereich mit dem Concealer. Da könnt ihr halt sehr schön mit dieser Puderquaste arbeiten. Sehr schön gezielt, die ist wunderbar weich. Und könnt halt, wie gesagt, das Puder richtig schön eindrücken in die Haut. Und könnt euch hervorragend weich zeichnen. Genau. Sogar noch besser als mit einem Pinsel. Genau, den hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Ist jetzt aber schon eine Weile her, denn ich arbeite nach wie vor trotzdem noch sehr gerne mit Pinseln, ne? Aber das habe ich so in letzter Zeit einfach so, als Routine für mich neu entwickelt. Ich hoffe, da sieht man jetzt irgendeinen Unterschied. Schaut mal diesen Bereich hier an. Hier müsste es jetzt weich gezeichneter wirken als in diesem Bereich, denn hier habe ich ja noch nichts gemacht, ne? Wenn ich das jetzt so sehe, in meinem Spiegel sehe ich das sehr deutlich, dass diese Seite weich gezeichneter ist und die nicht. Sollte man sich mal anschauen, dieses kleine Teil. Wir machen weiter mit Bronzer und da habe ich mich heute mal nicht für ein Nabla-Produkt entschieden, aber wieder mal für eine LH Cosmetics Produktreihe. Und zwar sind das ihre Palettes, die Linda rausbringt in verschiedenen Nuancen. Ich habe mich hier für die Infinity Deep Palette entschieden. Die Farben sind einfach etwas kühler und etwas stärker als die Standard-Palette. Ich weiß gar nicht, die Infinity Palette ist das, glaube ich. Die ist etwas gesetzter von den Tönen her. Die sind doch schon etwas kräftiger und kontrastreicher. Dann nehme ich sehr gerne diesen Ton hier als Bronzer. Lässt sich wunderbar einarbeiten in die Haut und hat einfach einen sehr, sehr schönen Ton, wie ich finde. Deswegen, und ich zeige euch auch eben gleichzeitig auch nochmal andere Sachen, andere Marken, kann euch vielleicht mit anderen Produkten inspirieren, euch die mal anzuschauen. Und solche wunderschönen großen Face-Paletten, die bieten sich ja doch an der einen oder anderen Stelle dann doch mal mehr an, als zig verschiedene Produkte zu Hause zu haben, wenn ihr eher der Palettenfreund halt seid. Ja, ihr habt ja auch Blushtöne drin, Highlightertöne, aber auch dunkle Lidschatten, die aber neutral sind für den Alltag. Wenn ihr zum Beispiel nur diese Brauntöne hier verwendet, um eure Lidfalte zu betonen, dann seid ihr ready. Einen kleinen Highlighterton mit dazu oder so ein bisschen Schimmer aufs Augenlid, fertig. Oder auch um Augenbrauen aufzufüllen, zu betonen oder einen Eyeliner-Strich zu ziehen mit diesen Puderprodukten hier. Das geht damit alles hervorragend. Das ist halt so diese Linie, die Linda da sehr gerne fährt, ihre Multi-Use-Products.
die man nicht nur so betrachten soll, dass sie nur dafür geeignet sind, sondern dass sie halt vielseitig einsetzbar sind und auch eingesetzt werden sollen. Genau, das ist ihr immer wichtig bei ihren Produkten, die sie so entwickelt. Und ich habe mich hier für ein LH Cosmetics Produkt entschieden. Und zwar sind das die Crayons. Ich kann sie euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Die gibt es auch als Lip Liner Edition. Das ist jetzt aber hier ein Kajal in der Farbe Ori Flash. Und das ist ein richtig cooler gelb-grüner Ton. Und den verwenden wir jetzt einfach mal auf dem kompletten Auge, um uns erstmal eine Grundlage zu schaffen. So, und nachdem wir nun schöne gelbe Augen haben, machen wir damit auch direkt weiter mit einer der schönsten Schimmerpaletten, die ich habe. Auch von LH Cosmetics, die Shimmer Saga Palette. Sie ist teuer, sie ist meiner Meinung nach aber auch jeden Cent wert. Denn das sind unglaublich schöne 4 Multichrome Shades, die hier drin sind. Und wir verwenden jetzt den hier, beziehungsweise ich verwende den. Er wirkt auf den ersten Blick grünlich, aber wenn ihr ihn dreht, dann seht ihr, da ist ein schöner Lila-Shift mit drin. Das ist im Übrigen die Farbe Crush. Und diesen Namen darf diese Farbe auch sehr gern tragen. Ich verwende diesen Ton mit meinem bloßen Finger, denn die sind leicht klebrig. Die Texturen, die haften sehr gut, deswegen braucht ihr theoretisch dafür nicht unbedingt per se einen Lidder Primer oder sowas. Und das zeige ich euch jetzt. Ich nehme meinen Ringfinger, gehe hier rein, nehme eine wirklich dünne Schicht Produkt auf, booste auch nochmal. Und dann kommt das in den inneren Winkel. Schaut mal, ich habe nur ganz leicht aufgesetzt, ne? Und es sitzt sofort, wo ich es haben will. Ohne Krümel, nichts. Bleibt alles da, wo ich es haben möchte. Ihr dürft natürlich nicht so viel auf dem Finger machen, ne? Aber ansonsten, guckt euch doch mal bitte hier an, was hier los ist schon wieder. Das ist das, was ich so liebe an Make-up. Diese Schimmersachen. Oh, es ist so schön, wirklich, Linda. Wie kann man nur so eine schönen Produkte entwerfen? Wir hören natürlich noch nicht auf mit Schimmer, denn es gibt noch eine andere schöne Schimmerpalette, die ich euch zeigen möchte. Basic Elements heißt sie. Und hier findet ihr auch wieder 4 Farben und wir Menschenskinder bleiben natürlich hier bei diesem schönen Ton, um etwas mehr Gold noch jetzt applizieren zu können. Wir haben ja jetzt mit ein bisschen Grün noch gearbeitet und jetzt nehmen wir noch einen Touch Gold dazu. Einen Touch, schaut euch mal bitte die Farbkraft an. Das ist unfassbar. Das ist ein richtig schöner Medaillengoldton. Und der kommt jetzt noch in die Mitte meines Lides. Das ist so kräftig und so weich und gleichzeitig so klebrig, dass kein Fallout ist. Ihr seht das ja. Kein Lidder Primer drunter und es sitzt einfach an Ort und Stelle. Und zwar die wunderschöne Reload Palette, die passt jetzt hier wie die Faust aufs Auge. Schaut euch das mal an. Die Farben passen einfach jetzt perfekt. Ich würde jetzt sagen, ich nehme einen Mix aus dem und dem Ton, um mir einfach den äußeren Augenwinkel etwas zu verdunkeln. Und dann haben wir hier schon den finalen Look, würde ich einfach mal behaupten. Ich appliziere mir den Lidschatten in diesem Bereich also, um hier, wie gesagt, das Ganze zu verdunkeln. Wie ihr seht, funktioniert das auch direkt sehr gut. Denn auch diese Farben arbeiten auf einem ganz hohen Pigmentationslevel. Um den unteren Wimpernkranz jetzt hier farblich mit einzufangen und einzubauen, nehme ich mir den gleichen khakifarbenen Ton und nehme mir auch einen LH Cosmetics Pinsel. Die sind im Übrigen auch richtig toll für Augen-Make-up geeignet. Das ist die 333. Und Leute, es gibt keinen schmaleren Pinsel als diesen, um sich einen Eyeliner zu ziehen. Der ist echt krass. Oder auch, um sich die Augenbrauen zu definieren. Dann nehme ich mir die Farbe ganz soft auf und kann die mir hier halt echt präzise an die untere Wimpernkranzlinie platzieren. Das seht ihr, glaube ich, recht gut. Und verbinde dann die beiden dunklen Farbbereiche hier außen, indem ich mir dann einfach so Art Eyeliner ziehe, würde ich es nennen. Ich verlängere einfach diese Linie hier.
Seht ihr das? Also hier entsteht ja sowieso jetzt schon so eine Linie, wenn man sich die nach außen denkt einfach. Wisst ihr, was ich meine von eurer unteren Wasserlinie? Wenn man die einfach verlängern würde, in die Richtung gehe ich jetzt einfach weiter nach oben, so weit, wie ich eben möchte. Und dadurch entsteht halt so Art Eyeliner. Genau. Und dann streiche ich den Rest am Pinsel mit dieser Bewegung nach oben und verbinde dadurch den unteren dunklen Bereich mit dem oberen. Und dann nehmen wir uns die Farbe und verblenden das Ganze noch. Und dann war's das schon. In etwa so, Freunde der Sonne. Um das Ganze jetzt noch zu toppen, smoke ich das Ganze aus mit einer meiner liebsten Kajalstifte von Made by Mitchell. All Smudge, No Budge in der Farbe Black wahrscheinlich. Die sind wisch- und wasserfest und sind einfach fantastisch von der Pigmentierleistung her oder überhaupt von der gesamten Performance. Jeden Cent wert. Und den setze ich mir noch an den unteren Wimpernkranz. Ganz leicht an den unteren. Was meine ich damit, wenn ich sage, ich smoke ihn aus? Ich nehme mir einen kleinen Smudger-Pinsel. Was ist das? Ein ganz feiner Pinsel, der ganz, ganz klein ist und ganz schmal. In etwa sowas. Den setze ich mir an meinen unteren Wimpernkranz an und fahre mit ihm hin und her, auch so leicht über den Kajal drüber, dass ich immer mal wieder Pigment aufnehme und bleibe nur im Bereich, wo meine Wimpernhaare sind. Meine Wimpern. Und dadurch smoke ich den Kajal aus. Er wird schön weich und sieht nicht einfach nur so dahin geklatscht aus. Wisst ihr, wie ich das meine? Und dadurch entsteht ein schöner, softer Smoky Eye Effekt. Okay, wie ihr sehen könnt, unschwer sehen könnt, habe ich mein Augen-Make-up fertiggestellt. Ich wollte euch aber nicht mit meinen regulären Steps langweilen. Ich habe lediglich meine Augenbrauen aufgefüllt mit ein bisschen Lidschatten und Wimpern. Möchte ich euch auch nicht wieder langweilen, denn da nehme ich meistens immer MAC Lashes. Magnetische Wimpern habe ich erst das letzte Video drüber gedreht, über eine Neuheit von MAC Lashes. Warum ist da was neu? Klickt dich super gerne mal rein. Ich trage hier gerade im Übrigen Venus Number 2. Und jetzt machen wir mit einem spannenden neuen Produkt weiter. Das gibt es schon eine Weile auf dem Markt, aber ich habe mich dazu noch nicht geäußert, weil ich es erstmal ausführlich testen wollte. Es geht um wieder die Yummy Skin Reihe von Denisa Myrick. Zwar um ihre Blurring Balm Powder Flushed. Das sind Produkte, die ihr nehmen könnt für die Wangen und für die Lippen. Das Besondere an diesem Produkt ist, dass es eine Balm-to-Powder-Textur hat. Also es fühlt sich an wie ein Cremeprodukt. Ist es auch irgendwie auch. Aber auf der Haut verschmilzt es mit der Haut zu einer Art Puder. Und das liegt an einer ganz besonderen Technologie, die da drin steckt. Die Absolute-Technologie. Die steht hier hinten auch nochmal extra drauf. Was ist denn das überhaupt? Das ist eine schwedische Technologie, so steht es jedenfalls hinten drauf. Und diese Textur, diese Balm-to-Powder-Textur, soll helfen, Falten zu reduzieren. Und sie schenkt der Haut einen Blurring-Effekt. Und das konnte ich tatsächlich auch sehen. Also das hat eine sehr schöne Textur, dieses Balm-Produkt. Es fühlt sich an wie ein Creme-Produkt, wenn man es aufnimmt, aber verschmilzt dann auf der Haut zu einer Art Puder. Und oft ist es bei Creme-Produkten ja so, dass die vergrößerte Poren, wie bei mir zum Beispiel, in diesem Bereich betonen. Aber das passiert bei diesem Produkt eben genau nicht, sondern meine vergrößerten Poren wirken zusätzlich noch weichgezeichneter. Das ist also eine Formulierung, die sich besonders auch für Mischhaut eignet, denn diese Technologie enthält unter anderem Mineralien, die halt auch helfen, dass Hautglanz reduziert wird. Deswegen ist das wirklich eine sehr interessante Technologie, die hier drin steckt, und sie ist auch sehr leicht, dass man sie kaum spürt auf der Haut, und so ist das auch. Du hast nicht das Gefühl, du hast einen Creme-Rouge drauf, sondern ein ganz, ganz leichtes Puder. Also es ist wirklich sehr interessant. Und was ich vor allen Dingen feststellen konnte, ist die krasse Pigmentierung. Also von diesen Farben braucht ihr wirklich nur einen Hauch. Ihr könnt es entweder mit dem Finger auftupfen. Das fand ich für mich persönlich nicht so. Und auch mit Pinsel, das steht alles drauf, wie ihr das zu verwenden habt. Und es gibt zahlreiche Tutorials darüber.
Ich für meinen Geschmack habe die besten Ergebnisse wie immer mit meinem Schwämmchen erzielt und deswegen mache ich das auch an dieser Stelle. Ich wollte euch bloß kurz meine liebsten Farben zeigen, die sich in letzter Zeit bei mir herauskristallisiert haben. Das ist zum Beispiel, ich habe euch auch ein Short dazu abgedreht oder auch ein Reel auf Instagram. Das ist die Farbe Jubilee. Das ist so Terrakotta und passt auch heute, wie ich finde, perfekt zu diesem Augen-Make-up. Was ich mir für den Frühling-Sommer sehr schön auch vorstellen könnte, sind diese beiden Töne. Das ist einmal der Ton Bellini, der ist etwas heller, erinnert mich stark an diesen Hyped Blush von Milani. Könnt ihr euch bestimmt daran erinnern, welchen ich gerade meine. Und das hier ist die Farbe Golden Hour. Also zwei sehr, sehr schöne Farben jetzt auch für den Frühling-Sommer. Ich bleibe aber heute aus den genannten Gründen eben bei Jubilee. Und was ich da immer gemacht habe bei der Verwendung, ist, dass ich mir meinen Schwamm genommen habe, die große Seite eingesprüht und dann bin ich da soft rein. So. Und dann sieht man schon sofort das Pigment am Pinsel, natürlich, Peggy, am Schwamm. Und wenn ihr das jetzt hier auftragt, müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein, denn das ist krass pigmentiert, Leute. Wirklich krass. Deswegen, auch wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, so viel sehe ich jetzt gar nicht, fangt vorsichtig an. Denn wenn ihr da zu viel genommen habt, das ist dann da. Ne? Also, das ist heftig. Aber ich mag das. Also, ist nicht so, dass ich das nicht mag, aber man muss es halt wissen. Und als ich das erste Mal verwendet habe, bin ich da ziemlich großspurig rein und dachte, ach, das wird schon. Das war zu viel des Guten, ja. Deswegen bei diesen Formulierungen würde ich euch raten, lieber softer anzufangen und dann aufzubauen. Aber an sich ist das ein Produkt, was ich euch aus vollstem Herzen empfehlen kann. Aus dieser Yummy Skin Reihe, eines meiner liebsten Produkte mit dem Serum Primer da zusammen. Also die haben bei mir auf jeden Fall das Rennen gemacht und landen bestimmt auch in meinen Jahresfavoriten als Skin-Produkte. Ganz, ganz großes Kino und eine ganz, ganz tolle Farbauswahl, wie ich finde. Wir setzen natürlich noch ein bisschen Highlighter oben drauf und da habe ich mich wie immer so oft für meinen LH Cosmetics Infinity Highlighter entschieden, der, look at this, schon so ein bisschen hit the pan hat. Kann ich verstehen, ich verwende den wirklich sehr, sehr oft mit meinem, also das ist wirklich der beste Highlighter-Pinsel, den es auf dieser Welt gibt, der von Nabla. Das ist für mich so eine Art Zauberbesen. Der ist einfach perfekt. Es gibt keinen besseren Pinsel, um Highlighter aufzutragen. Meine berühmten Stellen, die kennt ihr vielleicht schon. Nichts Besonderes. Lippenherz darf auf keinen Fall bei mir fehlen. Und dann natürlich die berühmteste Stelle. Die obere Partie der Wangenknochen. Ein unglaublich schöner Highlighter in der Performance wie im Auftrag, also Performance-Auftrag. Dann knalle ich mir den natürlich auch noch über mein Schimmer-Make-up hier drüber, das reicht ja noch nicht. Aber ich wollte euch den zeigen, denn jedes Mal, wenn ich den drauf habe, in einer Story oder sonst wo, flippen die Leute aus. Das ist der. Schaut euch den mal an. Grayish Core, jetzt oder nie, Freunde der Sonne. Aber heute nehmen wir einen anderen. Ein Liquid Lipstick, auch von Linda. Und das ist die Farbe Deep Nougat, habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Und was soll ich sagen? Das geht auch in diese grau-braune Richtung. Grayish kann man auch dazu sagen. Aber etwas mehr Nougat-Farben. Etwas mehr schokoladiger, wenn wir es so formulieren wollen. Ich liebe die Formulierung. Sie ist ultra weich. Das Finish ist matt, relativ matt. Und nicht überpigmentiert. Man bekommt ihn abgeschminkt. Ich weiß nicht, ob ihr Liquid Lipsticks kennt, die so krass auf eurer Lippe sitzen, dass ihr die abends gar nicht mehr runterbekommt. Das ist hier nicht der Fall. Ja, und was soll ich sagen zu der Farbe? Es ist einfach mal was anderes und es ist schön. Also ich finde es persönlich sehr schön, vor allem in Kombination mit diesem Augen-Make-up. Wir fixieren das Ganze, denn wir sind fertig.
LH Cosmetic Spray, wie immer, denn es eignet sich zum Preppen, Fixen und Refreshen. Und hiermit, Freunde der Sonne, beende ich dieses farbenfrohe Make-up-Tutorial und zeige euch jetzt nochmal den Look von nahem. Okay, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende. Ich freue mich, dass ihr wie immer mit dabei wart. Und ich wünsche euch, falls Ostern noch bevorstehen sollte, wunderbare Ostern, je nachdem, wann das Video online geht, wann ihr es seht. Falls Ostern schon vorbei sein sollte, wünsche ich euch trotzdem einen schönen restlichen April. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Und falls ihr den Code also verpasst haben solltet, der war ja bis 9.4. gültig, könnt ihr trotzdem nach wie vor mal probieren, ob PEGI15 funktioniert auf die Produkte, die ihr heute so gesehen habt, falls ich euch hart damit anfixen konnte. Genau, ansonsten bleibt gesund und munter, macht's nicht so wie ich und werdet ständig krank. Passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut.